So, in dieser Episode sprechen wir über die Messspitzen oder auch Probes genannt eines Oszilloskops und vor allen Dingen auf ihren Einfluss auf die Signalintegrität. Ich gehe mal davon aus, dass Sie Gehen wir davon aus, dass die allermeisten von Ihnen sowas schon mal gesehen haben. Deswegen muss hier einfach mal eine einfache Skizze von so etwas genügen. So. Was haben wir hier? Wir haben hier erst einmal den Anschluss ans Ostsee. Der ist je nach Typ hier auch noch mit einer Kodierung versehen. Und da gehen auch eventuell noch Informationen drüber. Also Informationen beispielsweise, in welcher Einstellung ist der Tastkopf. Und dann haben wir hier drin noch eine Möglichkeit zur Kompensation. Darauf werde ich gleich eingehen, was das bedeutet und wozu man die einsetzt und wie man die einsetzt und was man damit machen soll und so. Dann haben wir natürlich hier eine ganze Menge Koaxkabel. Was ich so Meter oder sowas. Und hier den Griff. Und hier unten da meist, also ich, an dieser Stelle und auch an der Stelle genau, haben wir Masse. Was auch tatsächlich mit der Masse des Oszilloskops verbunden ist. Und hier dieses kleine Ding ist die eigentliche Spitze, die mit dem Innenleiter des Koaxkabels verbunden ist. Die Nummer 2 hier ist eine gefürchtete Massekontaktierung. Mit hier einfach eine Krokoklemme dran. Krokoklemme. Und dass da wir sie nicht immer die Spitze drauf drücken wollen, ist einfach nur noch ein Halter, so ein Haken. Und auf diese beiden Dinger, auch zur Massekontaktierung, werde ich gleich auch noch eingehen. So, zunächst mal müssen wir festhalten, wir haben es hier mit einem Koaxialkabel zu tun. Okay, soweit so trivial. Wir haben die Masse auf dem Außenleiter. Soweit auch nicht weiter spannend. Naja, und dann müssen wir irgendwie sehen, wie wird das Signal dann da an das Oszilloskop kommen. Aber zunächst möchte ich mir noch ein paar triviale Gedanken drüber machen, was dieser Tastkopf oder diese Messspitze eigentlich leisten soll. Das Ziel ist natürlich leichte Probenkontaktierung. So, dann absolute Signalgenauigkeit. Oder hohe Signalgenauigkeit. Also Sie wollen das, was vorne an der Spitze am Tastkopf ist, wollen Sie auch ins Oszilloskop weiterleiten. Sie wollen die Messspitze, die Schaltung nicht belasten, die Signalquelle nicht belasten. So, und das Ganze soll eben auch möglichst rauschfrei oder, naja, frei von, es sollen keine Störungen eingefangen werden. So, soweit, so gut. Die Frage ist, was hat man damit jetzt erreicht oder was hat man damit hingekriegt und was kann man damit noch hinkriegen? Dazu schauen wir uns mal erstmal hier das Ersatzschaltbild eben einfach mal der gesamten Quelle mit der Messumgebung einfach mal an. So, was haben wir? Wir beginnen wieder
Analyse mittels Ersatzschaltbild. So, und da haben wir natürlich irgendwo unser U von T, also das, was wir messen wollen. Und das hat natürlich irgendwie auch einen Innenwiderstand, weil alles einen Innenwiderstand hat. Das hat wahrscheinlich auch irgendwie noch einen Lastwiderstand dran, weil alles irgendwie einen Lastwiderstand dran hat, sonst ist es sinnlos. Und irgendwo da greifen wir natürlich an hier und greifen mit unserer Messspitze drauf. Haben hier jetzt ein IC. Und wenn wir das nicht so richtig machen, dann würden wir im allereinfachsten Fall, und ich werde gleich noch was Komplizierteres dazu zeichnen, hier irgendwie den kapazitiven Belag des Leiters, des Koaxleiters sehen, also C. In dem Skript heißt, ich nenne ich das C-Probe, ich nenne das hier einfach mal nur CP. Plus natürlich das, was das Oszilloskop auch darstellt. Dann haben wir hier noch das RP, das, was letztlich das Oszilloskop darstellt. Da geben wir immer mal eine Stromstärke IR rein und dann haben wir hier noch eine Massekontaktierung im Wesentlichen. Das kann auch noch vom induktiven Belag des Leiters, des Koaxleiters sein. Immer noch ein bisschen Masse. Nennen wir das mal LGND. GND. So, das könnte so das Ersatzschaltbild dieser Geschichte sein. Das ist im Prinzip die Darstellung in mal 1 Schalterstellung. Des gesamten Gerätes. So, wenn Sie sich das mal ein bisschen genauer anschauen, was dann hier passiert, dann gucken wir uns mal die gesamte Impedanz hier an. Dann ist ZP gleich RP parallel zu CP plus J Omega LG. Das ist natürlich mathematisch Unsinn, was ich da hingeschrieben habe, weil es dieses Zeichen parallel nicht gibt. Aber ich glaube, Sie wissen so einigermaßen, was ich damit meine mittlerweile. Und dann können wir das Ganze auch ausrechnen und haben hier 1 durch RP plus J Omega CP plus J Omega L GND meinetwegen. GND. So. Und wir können das weiter ausrechnen hier noch. Dass wir hier das mit RP nochmal durchmultiplizieren. Dann haben wir hier RP durch 1 plus J Omega CP RP plus J Omega L GND. Ja, und die einfache Probe hier wäre natürlich nur der resistiv-kapazitive Anteil hier, mehr müssen wir uns nicht anschauen. Also nur das hier. Und das ist nichts weiter als ein Tiefpassfilter. Weiter nichts. Aber so ist es ja nicht. Dummerweise haben wir hier noch die notwendige Massekontaktierung. Sodass es hier auch zu Resonanzeffekten über ein LC-Glied kommen kann. Mit Massekontakt ist das nun ein RLC-Glied mit, ich schreibe mal hin, möglicherweise Resonanzen. Und das ist tatsächlich so, dass das passieren kann. Wenn Sie sich nämlich genau diese Geschichte mal anschauen und eine Simulation dazu machen, ich rechne es jetzt nicht einzeln durch, so,
Da kriegt man so einen Verlauf raus. Das Blaue ist einfach nur das RC-Glied. Also RP, CP. Und das Rote und das Grüne, das steht dabei, das sind die entsprechenden Ground-Verbindungen hier. Wir gehen davon aus, dass wir hier 10 Picofarad als Kapazität der Probe haben und 10 Megaohm als Eingangswiderstand des Oszilloskops. Das ist realistisch. Sie können das natürlich in den 50-Ohm-Modus bringen, aber realistischer ist, oder wenn Sie es hochohmig betreiben wollen, ist es der 10, sind es 10 Megaohm. Das ist realistisch. Und dann sehen Sie einfach diese Tiefpasscharakteristik hier in diesem Bode-Diagramm aufgetragen. So, wenn Sie jetzt aber noch eine Masseinduktivität dazu packen, kann man noch dazu sagen, circa 1 Zentimeter Draht, nee, falsch rum, das ist circa 1 Zentimeter Draht ist ein L von ungefähr 10 Nanohenry. Das ist eine grobe Abschätzung, wenn Sie den Draht richtig verlegen, ist es vielleicht auch nur einer. Wenn Sie es ganz falsch machen, kommen Sie auf 15. Nehmen wir mal die 10 an für irgendeinen Draht, der frei in der Gegend rumschlambambelt. Und dann sehen Sie, dass Sie hier Resonanzeffekte kriegen. Da an der Stelle, die im Bereich von hier, was sind das, etwas größer als 100 Megahertz sind. So, und das kann man eben auch tatsächlich sehen. Ich habe das hier mal an unterschiedlichen Stellen simuliert, beziehungsweise man kann das auch als Ergebnis hier von LeCroy sich mal darstellen lassen, was dann passiert und wenn man da das eben nicht gut macht. Es wird wahrscheinlich wieder einen Moment dauern, weil die Auflösung hoch ist. So, dann kann man tatsächlich sehen, dass hier für unterschiedliche Massekontaktierungen hier es hier auch tatsächlich Überschwinger gibt. Halt, das machen wir mal in der gleichen Farbe, wie das hier war. Das ist eine sehr gute Massekontaktierung. Das ist im Prinzip einfach ja, eine direkte Verbindung koplanar der Masse mit dem eigentlichen, mit der Platine. Wenn Sie jetzt eine Blade nehmen, also im Prinzip eine Spitze, das sieht in etwa so aus wie auf dem Bild hier oben schon gezeigt, wie sowas unter 4 oder unter 3 hier. Also ich male das hier nochmal, markiere die beiden nochmal da an der Stelle. Dann kriegen Sie hier die Überschwinger so hin wie hier gezeigt, in grün, beziehungsweise noch in. Naja, das ist so ein dunkles Blau hier irgendwie, ne? Da, ups, das sollte blau sein. Der Farbe. Aber das ist der entscheidende Punkt. Sie kriegen Überschwinger. Könnte sich das in Orange noch angucken hier, wenn Sie jetzt eine gute verwendete Kabelmassekontaktierung nehmen, dann kriegen Sie so einen Überschwinger dahin. Und wenn Sie jetzt noch was nicht ganz so Gutes nehmen, also so ein Standard Ground Lead, also eine Standard Ground Verbindung, dann kriegen Sie solche Überschwinger. So, das heißt also, die Resonanzen, das wollte ich dir noch hinschreiben, nicht Resonanzen, Resonanzen, führen zu Überschwingern. Gut, wir haben hier 50 Nanosekunden pro Ecken, naja, ja, wir kommen vielleicht so in die 10, 100, doch,
Könnte sein, dass man also auch in so diese Frequenzbereiche kommt, die ich da eben genannt habe, mit den 100 MHz. Auf die Simulation zu dem Thema verzichte ich. Die Verschiebung übrigens hier dieser einzelnen Rechtecksignale gegeneinander liegt daran, dass man das künstlich gemacht hat. Ist nicht so, dass also jetzt die Massekontaktierung auch die Signale verschieben würden, sondern die hat man künstlich verschoben, damit man das nicht alles auf einem Knubbel hat, und sondern einzeln die Überschwinger wirklich analysieren kann. So, was kann man dagegen jetzt tun? Was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist natürlich nur die Ersatzschaltung für die Stellung, für die Situation ohne einen Teilungsfaktor da dran, ohne dass man irgendetwas hier gemacht hat. Und typischerweise nimmt man dann Messspitzen oder Tastköpfe mit Teilungsfaktor. Das mit dem Teilungsfaktor macht man also gar nicht unbedingt nur, damit man höhere Spannungen darstellen kann, sondern eben auch, damit man die Möglichkeit hat, die Resonanzeffekte, Resonanzeffekte kompensieren. So, wie tut man das? Nun, ich mache jetzt mal eine ähnliche Ersatzschaltung, wie ich das schon vorher angefangen habe. Ich habe die Spannung, die ich eigentlich messen möchte, UM. Ich verzichte an der Stelle jetzt mal auf den Innenwiderstand. Na, könnte ich immer noch machen, ja, egal. Habe jetzt hier ein anderes CP, habe hier ein RP. Und führe die beiden wieder zusammen. Habe hier meinen Koaxleiter. Mit der Kapazität, die ich eigentlich gar nicht so gerne haben möchte, CL. Und bin hier am Oszilloskop angekommen. Mit CO und RO. So, das Ganze ist auch irgendwie noch auf Masse gelegt. Okay, und jetzt würde natürlich hier, wenn wir hier jetzt einen Teiler vornehmen würden, das RO und das RP, also erstmal rein resistiv betrachtet, hätten wir einen Teiler von RA gleich RO durch RO plus RP. So. Und wir haben zusätzlich noch das Kapazitätenverhältnis hier, und die müssen auch übereinstimmen. So, dass wir also auf der einen Seite als reines resistives Verteilungsverhältnis das haben, auf der anderen Seite aber das Kapazitätsverhältnis auch stimmen muss, nämlich die Zeitkonstanten von RO mal CO, CO, also die Zeitkonstante RO mal CO plus CL ist gleich RP CP, und darüber kommen wir auf das Kapazitätenverhältnis. So, nun, das kann man jetzt ausrechnen, was man dann insgesamt hat, wenn man nämlich diese kapazitiven, resistiv-kapazitiven Spannungsteiler hier verwendet. Dann hätte man nämlich im Prinzip das A, oder nennen wir es A' von RO durch 1 plus J Omega RO CO plus CL. Das wird jetzt lang hier. Na, so schlimm ist es auch nicht. Durch RO durch 1 plus J Omega RO CO plus CL plus die Impedanz der nächsten Parallelschaltung, RP, nämlich der am Eingang, durch 1 plus J Omega
CP, RP, CP. Okay, und wenn man das Kapazitätenverhältnis richtig gewählt hat, dann kommt hier eben raus, dass das gleich A ist, gleich RO durch RO plus RP, wenn Verhältnis der Kapazitäten wie oben angegeben. So, und damit ist das eben ein rein resistiver Spannungsteiler und wir haben keine unterschiedlichen RC-Glieder, die sich irgendwie aufteilen würden. Das würde letztlich heißen, wenn wir im Oszilloskop hier haben, RO gleich 1 Megaohm, CO gleich 10 Picofarad. Die Leitung bringt eine Kapazität von 100 Picofarad an den Start. Und wir haben hier für den 1-10 Teiler RP gleich 9 Megaohm. Und daraus müsste dann folgen, dass wir das CP einstellen auf 12,22 Picofarad. Schauen wir uns diese Geschichten im Simulator mal an. Hier mit den genannten Werten eine Simulation ausgeführt. Ein bisschen Leitung, das ist das Resistive hier an dieser Stelle da. Das sind die 100 Picofarad für die Leitung, die 10 und die 1 Meg, die hatten wir schon. Hier die 1:1 Leitung, der Schalter ist ein bisschen kreuz und quer hier gemacht, so ist es halt. Und wir haben hier 5 cm, 50 Nanohenry da drin. Und man sieht hier auch die ganz klar die Überschwinger, die sich da ergeben, die wären auch weg oder die sind weg. Wenn wir die Masse Induktivität weglassen, wenn wir sie da wieder reinbauen, haben wir die Überschwinger. Wir können das Ganze hier auch mal höher drehen, damit wir sehen, was denn so passieren kann. Auf 100 Nano. So, das geht natürlich, dann schwingt es wesentlich länger und der Überschwinger ist auch ein bisschen größer, aber vor allen Dingen schwingt es länger. Hier, die Frequenz sieht ein bisschen niedriger aus. Nun sei es drum, wir können die auch noch verringern, indem wir hier eine bessere Masse-Induktivität uns vorstellen von 10. Da sieht man, dass also die Überschwinger erheblich runtergehen. Und das ist genau das, was ich eben in diesem einen Diagramm gezeigt habe. Ich über die Massekontaktierung hier kann ich diese Überschwinger massiv bestimmen. Wir haben hier 1 Megahertz Frequenz, eine Signalfrequenz von 1 Megahertz. Und die Überschwinger sind eben dann doch merklich hier an der Stelle. So, gehen wir mal auf die 50 zurück. Machen wir sie zunächst weg und schalten mal die Teilung ein auf 1:10. Das Problem ist, dass wir jetzt hier in der Simulation hier an die Simulationsgrenzen von dem Ding kommen. Also die Kondensatoren sind jetzt irgendwie voll. Da müssen wir das Ganze hier mal ein bisschen leeren, was mir relativ gut gelungen ist hier. Hier auch nochmal gerade wegmachen, das ganze Ding. So, jetzt müssten wir irgendwie auch mal da was sehen. Es kann sein, dass das der Rechteck jetzt nicht gleich gerade plus minus wird, was einfach daran liegt, dass man noch eine Anfangsladung auf einem der Cs drauf hatte, was wir so nicht weggekriegt haben. So, jetzt müsste das Ganze auch ein bisschen skalieren. Genau. Hat da auch noch einen leichten Überschwinger. Und jetzt können wir hier mal andere Werte einstellen. Hier meinetwegen mal 12,2 haben wir uns gemerkt, 10 Pico. So, da ändert sich aber jetzt nicht viel, vielleicht an der Masse, Induktivität. Nicht, die ändert da an der Stelle nichts. Und da können wir auch die 12,2, die wir eben ausgerechnet haben, die wir brauchen für die resistiv-kapazitiven Teiler, da können wir nicht viel dran machen. So, also Überschwinger bleiben. Überschwinger sind auch in der Stellung 1:10 da. Die kriegen wir erst weg, wenn wir hier uns mal so eine Messspitze zur Kompensation angucken. Eine andere Simulation genommen, in der ich mir das jetzt etwas genauer angucken kann. Was vor allen Dingen anders ist, ich habe hier jetzt 1 Kilohertz Signalfrequenz, deutlich langsamer geworden.
Man sieht auch, dass man jetzt die Überschwinger einfach deutlich weniger sieht, weil sie eben einfach auch so in der Frequenz so hoch sind, dass sie hier in der Simulation nicht mehr rauskommen. Und in der Realität würde man sie in der Auflösung wahrscheinlich auch nicht unbedingt mehr erfassen. Und sagen, das ist nämlich hier jetzt eine Millisekunde und wir haben eben gesehen, dass sie in deutlich unter einer Mikrosekunde, das war das ein Megahertz-Signal der alten Simulation, natürlich weg sind. So. Also bei diesen niedrigen Frequenzen spielt das hier nicht unbedingt eine Rolle, können wir drauf lassen. Und jetzt nehmen wir mal eine andere Kompensationskapazität hier, nochmal 10. Und da sehen wir, dass wir hier klar solche Kondensator-Ladekurven hier plötzlich sehen. Also wird kapazitiv irgendetwas aufgeladen. Wir können das Ganze hier jetzt auch nochmal ein bisschen krasser machen, auf 8. Und da sehen Sie, dass das hier Kondensator-Ladekurven werden. Also die schönen rechteckigen Flanken sind total abgerundet. Wer mag, kann auch überkompensieren. Nehmen wir mal die 15 Picofarad. Das ist ein bisschen lustiger eigentlich. Da sieht es nämlich so aus, als wenn es so im Prinzip erstmal so einen Überschwinger gibt. Und dann entlädt sich der Kondensator wieder. Kann das auch noch krasser machen. 25 Pico. Nicht, da sieht man auch, dass das also eine sehr hohe Spitze gibt, die dann abfällt. Und wir haben ja ausgerechnet, was wir brauchen, damit es wirklich resistiv wird, nämlich 12,2. Und das würde man jetzt mit einem an dem Tastkopf mit einem Schraubenzieher, möglichst isolierenden Schraubenzieher, auch sauber einstellen, so dass man dann bei einem Kilohertz ein sauberes Rechtecksignal sehen würde. So, über was haben wir jetzt hier gesprochen? Wir haben hier drüber gesprochen, über die Überschwinger. Aufgrund von Resonanzen der kapazitiven Tiefen. Elemente, Leitung und Ostsee. Und der induktiven Massezuleitung. Und wir haben über die Kompensation der Tastköpfe gesprochen, also letztlich die kapazitiv resistiven Spannungsteiler angleichen. So, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass es durchaus unterschiedliche Arten noch von Tastköpfen gibt. Wir haben nämlich hier, wo eigentlich haben wir nur gesprochen über passive Tastköpfe. Also ganz normale Tastköpfe, die man einfach so anschließt, die im Wesentlichen nur aus dem Kabelwiderstand, Kondensator und sowas bestehen, die gehen so circa bis 600 Volt. Man kriegt sie typischerweise bis 500 Megahertz, also ein paar hundert Megahertz, muss man drauf gucken, sind nicht alle so. Typischerweise haben sie die Werte, die ich Ihnen angegeben habe. Es gibt aber dann natürlich für insbesondere höhere Frequenzen und kleinere Spannungen, also die gehen natürlich auch hier in Millivolt bis hoch zu 600 Volt, also die können maximal 600 Volt isolieren, darum geht es hier nicht und sind bis bei 600 Volt sicher zu betreiben. Aktive Spannungsprobes gibt es noch. Nun, da ist am Eingang ist da was Aktives. Sagt der Name ja schon, also irgendwie ein OPV oder ein Feldeffekttransistor.
Verstärker, der das Ganze hochohmig und kapazitätsarm verstärken soll. Das führt dazu, dass die Empfindlichkeit höher wird. Das ist aber gar nicht unbedingt der Punkt. Vor allem geht auch die Grenzfrequenz hoch, sodass Sie diese Dinge bis in einige Gigahertz, bis einige Gigahertz betreiben können. Sagt mit anderen Worten, es nützt Ihnen nichts, Sie kaufen sich ein super teures Oszilloskop für einige 10.000 Euro, das nominal bis in den hohen Gigahertz-Bereich reinmessen kann, und dann nehmen Sie da so einen passiven Tastkopf dran, der maximal 500 MHz kann. Das geht nicht. Das muss zueinander passen. Das ist das Entscheidende hier. Wir haben noch Stromprobes, also man kann auch Strommessungen damit machen, Stromtastköpfe. Entweder haben die was Resistives innen drin oder sie funktionieren über das Magnetfeld. Das heißt, sie werden nur in die Nähe des Messbereichs gebracht, der Leitung gebracht, wo der Strom drauf ist, und werden dann das magnetische Feld umsetzen in ein entsprechendes Signal. Wir haben differenzielle Tastköpfe, denn ich möchte Sie noch auf ein Problem aufmerksam machen. Da früher oder später knallt da jeder mal rein. Was passiert, wenn Sie einen einfachen, ganz simplen, resistiven Spannungsteiler nachmessen wollen? Ziel: Spannungsteiler im Ostsee messen. So, nichts Besonderes, könnte man denken. Sie haben hier Oszilloskop stehen. Ja, hier links ist immer die Anzeige. Hier unten haben Sie die Anschlüsse, da haben Sie die anderen Knöpfe und so noch. Und könnte man natürlich naiv auf die Idee kommen. Ich meine jetzt erstmal den Innenleiter hier hin. Okay, Kanal 1 schließen wir hier an. Kanal 2 schließen wir hier an. Ja, und den Außenleiter nehmen wir natürlich dann so ab. Und den Außenleiter des anderen hier führen wir eben ähnlich da drumherum und legen den hier hin. So, das geht nicht. Was passiert? Es knallt. So, warum knallt's? Weil nämlich intern diese beiden Außenleiter miteinander verbunden sind und damit haben wir hier einen Kurzschluss gemacht. Muss man übrigens auch aufpassen, wenn man irgendetwas anderes macht als nur hier und mit anderen Geräten, als nur eine Spannung gegen Masse messen. Das ist nämlich hier die Masse und im Prinzip ist auch das hier die Gerätemasse da. Wenn Sie da Geräte verwenden, bei Batterien ist das kein Thema, aber batteriegespeisten Messlingen ist das kein Thema, aber wenn Sie da irgendetwas nehmen, was eventuell aus dem Trafo gespeist wird und dann die Masseverbindung auch noch zum Netz gegeben ist und die Masseverbindung über das Netz eben auch an das Oszilloskop geht, dann kann das auch da schon zu Problemen führen. So, an dieser Stelle haben wir jetzt also ganz klar einen Kurzschluss gemacht. So können wir das nicht messen. Was wir machen könnten, ist natürlich, wir können diese Verbindung hier, die ja sowieso nicht explizit da war, wieder wegmachen. Und wir würden den auch hier unten hinlegen. Und dann müssten wir eben die Differenz hier über die Mathematik ausrechnen. Ne? Das U2 beispielsweise hier. U2 über eine Math-Funktion des Ostsee berechnen lassen. So, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben einen differenziellen Tastkopf. So kam ich darauf, differenziellen Tastkopf zu verwenden. Oder differenziellen Tastkopf verwenden, der dann eben genau diese Masseverbindungen auflöst. So, dann haben wir noch Hochspannungsprobes,
zum Beispiel Hochspannungstastköpfe. Aber damit wollen wir nicht so richtig viel zu tun haben. Also ich speziell nicht. Für Entspannung über, was weiß ich, 10 kV. Muss man auch mal irgendwie messen können. Und irgendwelche Spezialtastköpfe, die wir jetzt aber nicht weiter betrachten wollen hier. So, damit habe ich einen gewissen Einblick in die Tastköpfe gegeben und ein paar Effekte davon und verabschiede mich wieder.